Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Ein Bandscheibenvorfall muss nicht immer operiert werden. Und wenn doch, dann steht eine ganze Reihe von ausgefeilten OP-Methoden zur Verfügung und über die reden wir heute. Bei mir ist Dr. Peer Jöchel. Er ist leitender Arzt in der Wirbelsäulenchirurgie an der Asklepios Paulinenklinik in Wiesbaden. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Jöchel. Ja, vielen Dank. Sagen Sie mir, wann muss man einen Bandscheibenvorfall operieren? Kann man das so sagen? Ja, es gibt wenige Notfälle in der Wirbelsäulenchirurgie, wo man an einer Operation nicht vorbeikommt. Und zwar ist es dann, wenn eine Lähmung einer Gliedmaße im Raum steht. Das heißt, wenn ein Bein oder ein Arm hochgradig gelähmt sind, da ist Gefahr im Verzug, weil durch den Druck des Bandscheibengewebes auf den Nerven es zu einem Absterben des Nerven kommen kann. Und in der Situation muss man schnell handeln. Das ist aber, ja, wie gesagt, ein ganz seltener Notfall, mit dem wir es nicht häufig zu tun haben. Zusätzlich, wenn eben der Spinalkanal, also das Innere der Wirbelsäule, dort wo die Nerven, wo das Rückenmark durchläuft, wenn das so hochgradig verengt ist, dass es zu einer zunehmenden Querschnittlähmung kommt mit begleitender Unfähigkeit, die Ausscheidungsfunktion zu kontrollieren, das ist ebenfalls ein Notfall. Dort müssen wir operieren. Da gehe ich gerade mal zwischen. Also Ausscheidungsfunktion, genau, wenn die Nerven des unteren Rückens betroffen sind, da geht das auch auf Darm und Blase. Das vergisst man ja manchmal. Ja, genau, so ist es. Also alles, was da durch die Wirbelsäule durchläuft, alle Nervenstrukturen können eben durch den Bandscheibenvorfall gequetscht werden, also mechanisch so unter Druck gesetzt werden, dass Gefahr im Verzug ist. Und in der Situation müssen wir operieren, aber das ist, wie gesagt, eine Seltenheit. Zum Glück, 95% aller Bandscheibenvorfälle müssen nicht operiert werden. Wie schnell muss man denn da handeln? Also wenn Sie sagen, Gefahr im Verzug, das hört sich für mich an wie ein Herzinfarkt. Ganz schnell? Ja, man hat ein paar Stunden Zeit. Also wenn es zu solch einer hochgradigen Störung kommt, mit Blasen- und Mastdarmfunktionsstörungen, also mit der Unfähigkeit, zum Beispiel den Urin zu halten, dann sollte man schnell operieren, also im Verlauf der nächsten 6 Stunden. Man sagt, dass die Sonne über diesem Fall nicht untergehen sollte. Das ist eine schöne Beschreibung für eine dringende Geschichte. Gibt es noch weitere Fälle, wo auch eine OP gemacht werden muss, also weil es orthopädisch wird, also weil es den Knochen betrifft? Ja, bei degenerativen Erkrankungen, das heißt verschleißbedingten Erkrankungen, ist das selten. Wir haben es ja prinzipiell in der Wirbelsäulenchirurgie mit den traumatischen, also den unfallbedingten Krankheitsbildern und den degenerativen, also den verschleißbedingten zu tun. Und dort ist es so bei den unfallbedingten, dass wenn es zu einer Instabilität kommt, das heißt, wenn der Knochen so instabil wird, wenn das System Wirbelsäule so instabil wird, dass die Nerven Gefahr laufen, dadurch geschädigt zu werden, dass die Stützfunktion der Wirbelsäule nicht mehr aufrechterhalten oder nicht mehr gegeben ist, das ist auch ein Notfall. Also ein Wirbelbruch zum Beispiel? Ja, genau, ein Wirbelbruch. Es muss nicht immer der Wirbel brechen, es kann auch im Rahmen eines Verkehrsunfalles der Bandapparat beschädigt werden. Im Rahmen einer starken Beuge-Streckbelastung kann es einem Zerreißen der die Wirbelsäule stabilisierenden Bänder kommen. Und in der Situation müssen wir auch operieren, um die Instabilität zu beseitigen. Und in welchen Fällen ist es Ermessenssache, ob man nun operiert oder nicht? Ja, dann gibt es die große Grauzone, wo der Patient eben starke Beschwerden hat, wo er in seiner Mobilität zunehmend eingeschränkt ist, wo er Schmerzen hat. Ganz prinzipiell kann man sagen, Schmerz ist ja ein Problem, das der Patient hat, das den Arzt relativ, also ich will nicht sagen kühl lässt, aber dass man natürlich auch mit anderen Methoden als
operativen beherrschen kann. Zunehmend haben wir es ja mit älteren Patienten zu tun. Unsere Lebenserwartung steigt kontinuierlich und damit wird auch der Anspruch, den wir an unsere Mobilität haben, größer. Und damit steigt einfach diese Grauzone, in der die Operation geboten sein kann. Ja, ist das denn, hängt das denn so zusammen? Also wenn man Rückenschmerzen hat, ich denke jetzt an welche, die eben nicht diese Bedingungen erfüllen, die Sie am Anfang genannt haben, sondern es sind Rückenschmerzen, man weiß nicht so genau, wo sie herkommen, es wird dann operiert, ist denn dann der Schmerz weg? Das ist natürlich die Hoffnung, ja, wegen Hoffnung der man operiert, ja. Auch die Hoffnung des Arztes, aber das ist ja meistens ein komplexes Geschehen. Und der Rückenschmerz ist auch im Jahr 2016 noch nicht vollständig erforscht. Also man kann selten sagen, die Schmerzursache ist ganz klar auf die Facettengelenke oder auf die Instabilität, auf das Wirbelgleiten zurückzuführen. Wir haben es mit einem komplexen System zu tun. Die Wirbelsäule besteht aus einer Vielzahl von Muskeln, Bändern, Knochen, Gelenken und Nerven. Und das System muss eben funktionsfähig gehalten werden. Mhm. Häufig ist es eben nicht einfach zu sagen, was ist dafür erforderlich. Deswegen halte ich mich an den Grundsatz, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das heißt, wenn ich operativ ein Krankheitsbild behandle, dann versuche ich das mit einer möglichst geringen Schädigung des Körpers zu machen und versuche, wo immer es geht, minimalinvasive Operationsmethoden da einzusetzen. Also kann man denn dann, also bevor wir über diese OP-Methoden reden, die ja wirklich mittlerweile auf einem ungeahnten Stand eigentlich angekommen sind, heißt das dann bei der Schmerztherapie, dass Sie vorher noch einmal auch so eine Therapie versuchen mit dem Patienten? Oder ist das eine Sache für die Zeit danach? Nein, ganz prinzipiell versuche ich einen Patienten, der mit Beschwerden zu mir kommt, wenn es geht, nicht operativ zu behandeln. Das heißt, ich sehe ihn in der Regel in der Sprechstunde und wenn ich den Eindruck habe, dass die konservativen Therapiemöglichkeiten, die nicht operativen, nicht ausgeschöpft sind oder wenn das noch gar nicht richtig versucht worden ist, dann leite ich diese ein. Und ja, in den allermeisten Fällen ist das auch zielführend. Und so kann eine Operation häufig vermieden werden. Und wenn sie denn doch kommt, wissen Sie dann schon von Anfang an, was behoben werden muss? Oder ist bei Ihnen auch noch die Diagnostik angesiedelt? Ja, das ist natürlich eine wesentliche Kompetenz auch des Wirbelsäulenchirurgen. Es ist ja seit den 80er Jahren haben wir ja in der Medizin den Siegeszug der Schnittbildgebung gesehen. Das heißt, wir haben Kernspintomographie und Computertomographie, die uns ja in die Lage versetzt, in den Körper hineinzuschauen und die Wirbelsäule von innen zu sehen. Das ist ja wirklich eine Revolution der Medizin gewesen, für die es ja auch Medizin-Nobelpreise gegeben hat, sehr zu Recht. Und die sind aber relativ, also ja, sind nicht einfach zu beurteilen und ganz allgemein kann man sagen, bevor man operiert, muss man auf jeden Fall eine Schnittbildgebung von der Wirbelsäule, von dem Bereich, wo ich die Schädigung vermute, machen, um eine Sicherheit zu erlangen. Ja, nun gibt es da ja, also wenn wir jetzt über OP-Methoden reden wollen, da gibt es ja eine ganze Menge Auslöser. Also es gibt Nervenprobleme, es gibt Knochenprobleme. Wie gehen Sie da jetzt vor? Also beispielsweise, wir fangen an mit einem eingeklemmten Nerv durch einen Bandscheibenvorfall. Was können Sie tun? Also der Bandscheibenvorfall ist ja eher eine Erkrankung des jüngeren Menschen.
Das setzt voraus, dass noch eine gewisse Beweglichkeit des Gewebes, des Bandscheibengewebes vorhanden ist, dass da dass noch eine gute, also dass die noch einen hohen Wasseranteil hat, die Bandscheibe. In der Situation besteht eben die Gefahr, dass Gewebe aus der Bandscheibe austritt. Und aufgrund der Anatomie ist es an der Lendenwirbelsäule eben so, dass es dann nach hinten in den Spinalkanal hinein passiert. Und dort kann es dann, wie Sie richtig sagen, zu einer Kompression von Nerven kommen, die dann eben mit dem Krankheitsbild des Bandscheibenvorfalles resultiert. Auch dort, wenn es keine Lähmungserscheinung gibt, das heißt, wir haben 90% der Bandscheibenvorfälle in den untersten Etagen, und dort würde man dann entweder eine Lähmung der Wadenmuskulatur oder der Fußhebemuskulatur erwarten. Wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich immer versuchen, das konservativ zu behandeln. Das heißt, also ohne OP. Ich werde zunächst eine Schmerzmedikation empfehlen und eine krankengymnastische Übungsbehandlung. Und wenn dann doch OP, wie machen Sie das? Und wenn das nicht zielführend ist, wenn die Schmerzen des Patienten nicht ausreichend gelindert sind, wenn das seine Lebensqualität so einschränkt, dass er beispielsweise auch nicht arbeiten kann, dann wird man irgendwann die Indikation zur Operation stellen. Und dort gibt es eben seit einigen Jahren minimalinvasive Methoden, allen voran, und das ist meine Spezialität, die endoskopische Bandscheibenchirurgie. Das heißt, wir haben ja insgesamt einen Trend in der Wirbelsäulenchirurgie zur Verkleinerung. Das heißt, die Schnitte werden immer kleiner, die Traumatisierung des Gewebes wird immer geringer. Das hatte in den 70er Jahren begonnen, dass man angefangen hat, Operationsmikroskope bei Bandscheibenvorfällen einzusetzen. Das hat schon dazu geführt, dass die Schnitte erheblich kleiner geworden sind. Und wir sprechen da heutzutage bei einer Standard-Bandscheibenoperation vielleicht von einem Schnitt von 3 cm, was ja auch schon sehr minimalinvasiv ist. Seit etwa 10 Jahren gibt es die Möglichkeit, mit einem Endoskop in die Bandscheibe, in die Wirbelsäule reinzugehen und den Bandscheibenvorfall unter endoskopischer Sicht zu entfernen. Und dazu braucht man tatsächlich nur noch einen Schnitt, der ungefähr 8 mm groß ist, eben gerade so groß, dass man die Arbeitsportale in die Wirbelsäule platzieren kann. Wie lange dauert die OP? Die OP dauert ungefähr 45 Minuten, entspricht damit auch ungefähr der Zeit der konventionellen mikrochirurgischen Bandscheibenoperation. Und wie schnell ist man wieder fit? Wir rechnen durchschnittlich mit einer Krankenhausliegedauer von 3 Tagen. Und man ist sicherlich nach etwa 10 Tagen wieder so weit einsatzfähig, dass man Büroarbeiten und dergleichen machen könnte. Ich empfehle allerdings immer eine Schonungsphase von 4 Wochen. Das heißt, binnen 4 Wochen sollte keine zusätzliche Last auf die Wirbelsäule gegeben werden, sollten keine Gewichte über 5 Kilogramm gehoben werden und sollten keine Arbeiten in Zwangshaltung ausgeführt werden. Also halb gebückt und so, ja. Was man so also falsch machen kann. Handwerklich tätige Patienten würde ich raten, sich krank schreiben zu lassen. Etwa, ja, etwa 4 Wochen ja. Die Arbeitsunfähigkeit. Also es ist ja so, dass Bandscheiben auf Nerven drücken. Bei den Nervenbehandlungen habe ich gehört, da kann man Nerven auch vereisen. Das machen Sie auch. Hat das auch etwas zu tun mit Bandscheibenvorfällen oder ist das ein anderes Krankheitsbild? Ja. Nein, das kann man prinzipiell auch beim Bandscheibenvorfall machen. Nur wenn die Schmerzen sozusagen durch eine Nervenwurzelreizung entstehen, dann ist diese Verödung der Schmerzfasern nicht besonders aussichtsreich. Diese Methode wenden wir an und man kann dabei mit Kälte oder mit Hitze arbeiten. In der Paulinenklinik arbeiten wir mit Hitze, das heißt, wir veröden die Schmerzfasern mit Temperaturen von ungefähr 80 Grad.
Das wenden wir dann an, wenn es sich um sogenannte degenerative Veränderungen der Facettengelenke, also der ganzen Gelenkstrukturen an der Wirbelsäule handelt. Das ist eine Methode, die gibt es seit ungefähr 25 Jahren und soll eben die Schmerzfasern, die ja in der Peripherie des Nerven liegen, durch Hitze so weit schädigen, dass die Schmerzimpulse nicht mehr geleitet werden können. Und das Problem ist, dass die Nerven sich wieder regenerieren. Das heißt, die erholen sich, aber das dauert lange, je nachdem, wo die Nervenzelle liegt. Und die liegt, wenn ich Schmerzen an der Lendenwirbelsäule habe, ungefähr 15 cm entfernt von dem Ort, wo ich die Verödung mache. Dann habe ich etwa ein halbes Jahr Regenerationszeit und für diesen Zeitraum würde ich eben auch erwarten, dass die Patienten so lange schmerzgelindert sind. Ja, das ist in der Tat ein langer Prozess. Man fragt sich ja sowieso bei Bandscheibenoperationen, ob das nicht so ist wie zum Beispiel bei einem Motor, wo es auch so ist, wenn der eine Zylinder ausgetauscht wird, geht der andere kaputt. Also mit anderen Worten, ist da der nächst angrenzende Wirbel, macht der irgendwann Schwierigkeiten, wenn der da unten drunter operiert worden ist, oder ist das nicht mehr so heute? Ja, das ist tatsächlich so, dass wir es häufig zu tun haben mit sogenannten Anschlussdegenerationen. Das heißt, wenn ich eine Bandscheibe operiert habe, stabilisiert oder entlastet habe und auch versteift habe, dass dann natürlich in den angrenzenden Segmenten dann erhöhte Kräfte einwirken. Glücklicherweise ist es so, dass sich das eigentlich auf die drei unteren Segmente an der Lendenwirbelsäule beschränkt, beziehungsweise auf den Brust-Lenden-Wirbelübergang und ich dann nicht erwarten muss, dass es ein Dominoeffekt ist. Ja, okay. Das ist ja schon mal ein Trost. Gibt es noch andere OP-Methoden, die Sie anwenden? Ja, wir wenden angefangen an der Halswirbelsäule. Bandscheibenvorfälle können sich auch an der Halswirbelsäule abspielen und die sind seltener, aber auch durchaus dramatisch. Und an der Halswirbelsäule gibt es seit einigen Jahren die Möglichkeit, dass man dort eben das Standardverfahren der Versteifung verlassen kann und eine Bandscheibenprothese einzusetzen. Sie haben an der Halswirbelsäule prinzipiell immer die Schwierigkeit, dass sie natürlich erstmal an den Bandscheibenvorfall hingelangen müssen. An der Lendenwirbelsäule gehen sie von hinten ran. Das bietet sich am Hals nicht unbedingt an, weil sie dann am Rückenmark vorbei müssen. Ja, ja. Deswegen ist der Standardzugang an der Halswirbelsäule von vorne. Das heißt aber, dass sie durch die ganze Bandscheibe durch müssen und diese im Prinzip zerstören. Nun sprechen wir aber von einer Struktur, die nur einige Millimeter dick ist. Also am Hals ist die Bandscheibe etwa 5 mm dick und die muss entfernt werden. Und dann hat man früher das eben durch einen Platzhalter ersetzt, einen sogenannten Cage, was zu einer Versteifung geführt hat dann. Das heißt, dass die beiden Wirbelkörper dann verschmolzen sind, nachdem das Bandscheibengewebe aus dem Spinalkanal entfernt worden ist. Und seit etwa 10 Jahren gibt es sogenannte Bandscheibenprothesen. Das heißt, das ist ein Platzhalter in dem Bereich der Bandscheibe, der die Beweglichkeit der Halswirbelsäule erhält. Und hat also in den aktuellen Studien zeigt sich, dass es ein deutlicher Vorteil gegenüber der Versteifung ist. Jetzt gibt es natürlich auch die Hoffnung, dass man auch an der Halswirbelsäule endoskopisch operieren kann. Das Problem ist hier nur, dass wir nochmal von deutlich kleineren Instrumenten ausgehen müssen, weil die Strukturen einfach sehr viel kleiner sind als an der Lendenwirbelsäule. Und das hat sich noch nicht so durchgesetzt wie an der Lendenwirbelsäule. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses Interview. Und ich hoffe, auch Sie haben sich informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesung und auf YouTube. Werden Sie gesund.